das Ziel beschützt. So, damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Commentary. Ich habe hier wieder einmal ein Raid-Gameplay für euch. Diesmal aber Suchen zerstören und zwar auch mit der Scar H. Ja, als Secondary habe ich die Cap 40 dabei. Ja, ich spiele mit Cap 40, flamed ihn zu. Das liegt aber daran, das erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz. Jetzt kommen nämlich die Ausreden, jetzt pass mal auf. Die Scar H wurde zwar sehr, sehr gut gepatcht, ist das richtige Wort hier. Die ist jetzt nämlich sehr, sehr stark. Ja, die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Overpowered würde ich sie nicht nennen, weil die schießt immer noch relativ langsam und auf Distanz verzieht sie doch das ein oder andere Mal auch. Sogar mit Griff, ja, welchen ich hier auch benutze. Und deswegen, weil sie eben so langsam schießt und nicht immer ganz, wenn man aus der Hüfte schießt, nicht immer ganz punktgenau ist, ja, habe ich halt eben die Cap 40 dabei, damit man auch auf Close Range schön die Leute wegsprayen kann. Das seht ihr auch hier, ich spiele wirklich relativ immer auf Distanz, das heißt, da war ein Gegner, ich hätte ihn jetzt hinterher rennen können, wenn ich eine SMG hätte, mit einer MP7 hätte ich es auch höchstwahrscheinlich gemacht, aber hier schön vorsichtig, schön, dass ich auf Distanz bleibe, ja, weil am besten ist die Scar H auf Midrange, ja, da solltet ihr die am besten benutzen, also probiert die auf jeden Fall aus, die ist sehr, sehr gut gemacht worden jetzt, die Scar H spiele ich unglaublich gerne jetzt, und ja, also, ich habe hier auch ein kleines Themachen vorbereitet, sagen wir es mal so. Und zwar gilt ab dem 1. Juli eine neue Regelung für Zugriff von der Polizei auf eurem Handy. Ja, das ist ganz toll. WTF, also als erstes erstmal hier schön Spyware Origin, keine Ahnung, Google, was weiß ich. Ja. Und jetzt kommt der ganze Scheiß auch noch aufs Handy drauf, aber diesmal von der Polizei höchstpersönlich. Ja. Saubehindert. Und zwar... was greifen die denn eigentlich auf eurem Handy zu? Und zwar gehört dazu der Name und die Adresse und auch sogar die Pins. Ja, also euer Kennwort für euer, oder Kennzahl für euer Handy quasi. Verstehe ich nicht, ja. Warum eigentlich? Und zwar hat der liebe Herr Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat gesagt, ja, also es wäre ein unverzichtbares Ermittlungsinstrument, ja, für Strafverfolgung, aber auch für die Suche nach Vermissten. Für die Suche nach Vermissten kann ich eigentlich ganz gut verstehen, aber was hilft ein, keine Ahnung, was hilft der Name und Adresse von jemandem, der irgendwie, keine Ahnung, vermisst ist? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie wollen die da was mit GPS verbinden, keine Ahnung, was die da irgendwie machen wollen, wie das irgendwie helfen soll. Ja. Strafverfolgung finde ich sowieso bescheuert. Wie sollen die denn irgendwie herausfinden, ob der jetzt eine Bank geraubt hat oder nicht? Keine Ahnung. Also, dann, was aber ganz geil ist, und zwar der Piratenabgeordnete, die Piratendatei, wollte ich schon sagen, Partei, kennt ihr vielleicht. Sollte man zumindest kennen, ja, die Typen sind einfach nur episch. Da mache ich vielleicht auch nochmal einen Kommentar über die Piraten, die sind ja einfach nur noch geil. Und zwar hat der Piratenabgeordnete Patrick Breyer, der hat verkündigt, ja, dass er eine Verfassungsbeschwerde, ja, wegsendet, sagen wir mal so. Also er hat angekündigt, dass er eine macht und er sagt auch, und da bin ich auch der Meinung, dass nur die schweren Straftaten diesen Zugriff rechtfertigen, ja. Ist auch wirklich richtig so, weil, mein Gott, woher, ich meine, was bringt denn das und wieso der ganze Aufwand, nur weil jemand irgendwie einen Apfel vom Supermarkt gestohlen hat? Also ganz ehrlich, das ist doch bescheuert. Und woher wollen die dann außerdem das wissen? Das verstehe ich nicht ganz. Also meiner Meinung nach ist das kompletter Bullshit, dieser ganze Zugriff auf euer Handy. Erstens, weil das ist mein Handy, ich habe dafür Geld ausgegeben und die Polizei hat da nichts zu suchen. Das ist ja wie, als würden die das auch noch mit benutzen. Das ist ja total bescheuert. Ja, das ist mein Handy, ich habe dafür Geld ausgegeben und gut ist. Ja, allgemein diese ganze Informationssucherei und diese ganze Spyware und dieses, ach, was soll denn das Ganze, ganz ehrlich? Was, das, also in meinen Augen stört das wirklich die Privatsphäre. Frag mich nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Ich habe da, also wie gesagt, ich habe da mit im Skype gelabert in dem Gameplay. Deswegen weiß ich da nicht ganz, was ich da, ja, so gemacht habe. Wie auch immer. Also wie gesagt, das ist so unnötig einfach nur, es stört die Privatsphäre und was soll denn das? Ja, man gibt Geld aus für so ein sündhaft teures Handy und dann guckt auch noch die Polizei halt mit rein. Ja, was soll denn das? Oh Mann. Ja, also das ist das kleine Thema, was ich hier ein bisschen angeschnitten habe. Ihr könnt ja mir sagen, was ihr davon haltet, von dieser ganzen Spyware-Scheiße, von diesen ganzen... Ach, von dieser... Das ist ja schon fast irgendwie... Ja, eine Untersuchung, ja, das ist ja wirklich fast... Die sind ja alle paranoider, die denken ja, jeder ist irgendwie straftätig, jeder ist irgendwie böse.
Mein Gott, ey. So, hier kommt jetzt ein ganz lustiges Ende. Und zwar habe ich hier meine Hellstorm. Ja, ja, er ist bereit in 5 Sekunden, macht nichts. Er ist bereit in 2 Sekunden, macht auch nichts. Auf jeden Fall. Erstmal Hellstorm hier. Hier hätte ich eigentlich gedacht, ich könnte schon Triple Kill irgendwie kassieren, aber nee, das waren zwei. Und einen Wächter habe ich zerstört. Dann habe ich auch noch den Blitzschlag. Der räumt auch noch ein bisschen auf. Der Typ, der wollte mich irgendwie trollen, aber hat er nicht geschafft, der Lappen. Und ja, und dann hier das ganze Team fast ausgeschaltet. 12-0. So. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. Ich hoffe, das kleine Thema hat euch gefallen. Wie gesagt, sagt mir, was ihr davon denkt, von diesen ganzen Spyware-Scheiße und von diesen ganzen Polizisten, die euch da irgendwie auf den Sack gehen. Also, bis zum nächsten Commentary. Bis denn.